Landwirt Johann Epp vertraut, wie sein Vater auch, auf die Kraft der effektiven Mikroorganismen. Seit mittlerweile 20 Jahren kommen sie auf dem Hof in Haldenwang im Allgäu zum Einsatz. Seit 5 Jahren nutzt Johann Epp sie selbst. Wie hier im Stall, wo er seine Kühe damit einsprüht. Somit haben wir die Möglichkeit, Schimmelgerüche und überhaupt schlechte Gerüche zu binden, was wiederum eine gute Stallluft zur Folge hat und wenig Emissionen. Und ja, die Tiergesundheit kommt dann wohl und übel automatisch ins Spiel. Alles, was das Tier isst, kommt hinten wieder raus und geht in den Boden. Der Tierarzt brauchen wir zum Glück sehr selten. Die Tiere sind rundum gesund. Wir sind jetzt seit 5 Jahren frei von Antibiotika-Einsätzen, was uns unterm Strich sehr viel Geld spart und somit den ganzen Betrieb sehr wirtschaftlich macht. Aber ob und wie effektive Mikroorganismen funktionieren, das ist wissenschaftlich bisher nicht nachgewiesen. Genau das wollen sie ändern. Kurt Möller und Helmut Sauter, Pflanzenbauexperten am Landwirtschaftlichen Technologiezentrum Augustenberg in Baden-Württemberg. In einer 3-jährigen Feldstudie untersuchen sie hier auf Versuchsflächen, wie effektive Mikroorganismen auf den Ackerboden wirken. Es heißt immer, dass sie zum Humusaufbau beitragen sollen, zugleich Nährstoffe binden und so vor Verlusten schützen sollen und dann aber gleichzeitig punktgenau im nächsten Jahr, wenn die nächste Hauptfrucht steht, Nährstoffe freisetzen und so Düngemittel einsparen. Für ihre Studie haben die Pflanzenbauexperten in den vergangenen 2 Jahren die effektiven Mikroorganismen auf der Versuchsfläche mit der Zwischenfrucht versprüht. Dann haben sie die Pflanzen eingearbeitet. Diese sogenannte Rotte soll den Boden düngen und zugleich den Mikroorganismen quasi als Futter dienen. Mit Boden- und Pflanzenproben wollen die Forscher nun herausfinden, wie sich das Bodenleben verändert hat. Wir würden in der Folge eines aktiveren Bodens tiefere, längere Wurzeln erwarten, dass die Pflanzen aus einem höheren Nährstoffpool aus dem Boden schöpfen kann und dass das insgesamt zu einem satteren, grüneren Bestand führt und dann natürlich zu etwas höheren Erträgen. Und deshalb werden Proben von Pflanzen und Boden gekühlt verpackt und gehen ins Helmholtz-Zentrum nach München. Dort werden sie auf Mikroebene untersucht. Doch Kurt Möllers Prognose ist nicht sehr zuversichtlich. Hier im Feld haben wir eigentlich bisher gar keine relevanten Auswirkungen feststellen können. Also weder auf die Bodenfruchtbarkeit noch auf das Wachstum der Pflanzen und auf die Erträge. Tatsächlich hat das auch Landwirt Johann Epp festgestellt. Deshalb bringt er die effektiven Mikroorganismen nicht mehr direkt auf seinen Feldern aus, sondern nur noch indirekt, über die Gülle seiner Kühe. Johann Epp hat Sorge, dass ihm seine effektiven Mikroorganismen sonst verhungern. Bei der direkten Ausbringung ist es immer so, wir haben da Lebewesen, die sofort Nahrung brauchen, von dem sie leben können und verstoffwechseln können. Das ist im Grünland nicht immer gegeben. Und mit der Gülle ist organische Dünge, aber für die Mikroorganismen quasi auch Nahrung, wo sie sofort verstoffwechseln können und somit quasi im Boden umsetzen und sich ansiedeln können. Ortswechsel. Helmholtz-Zentrum München. Im Labor der Abteilung für vergleichende Mikrobiomanalysen sind die Proben aus Baden-Württemberg inzwischen angekommen. Bei Mikrobiologe Michael Schloter laufen die Vorbereitungen, um das Bodenmikrobiom genetisch zu untersuchen. Denn wenn die effektiven Mikroorganismen wirken, dann würden sie den Boden nicht nur einmalig düngen, sie müssten sich auch nachhaltig im Boden angesiedelt haben. Und wir würden sie dann in dieser Gesamtgemeinschaft des Bodenmikrobioms auch nachweisen können. Wenn wir sie nicht sehen, dann sind die Effekte, die man misst, reine Nährstoffeffekte, weil mit den Mikroorganismen bringt man ja eine ganze Reihe von Nährstoffen in den Boden rein, die natürlich auch das Pflanzenwachstum positiv beeinflussen. Die molekulargenetischen Analysen können kein verändertes Bodenmikrobiom feststellen. Die Wirkung der effektiven Mikroorganismen? Fraglich. Die Untersuchungen zeigen den gleichen Boden, egal ob mit effektiven Mikroorganismen behandelt oder nicht. Und wenn man sich das nun anschaut, das ist das Bild mit effektiven Mikroorganismen und dann ist das Bild ohne effektive Mikroorganismen. Man sieht keinerlei Unterschied.
Zurück am Landwirtschaftlichen Technologiezentrum in Baden-Württemberg. Dort sieht Forscherkollege Kurt Möller die Sache mit den effektiven Mikroorganismen viel grundsätzlicher. Wo immer wir genauer hingucken, wir oder andere Kollegen in der Schweiz oder von der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft, wir konnten an keiner Stelle signifikante Wirkungen feststellen und diese Effekte an keiner Stelle reproduzieren. Zumindest in der Landwirtschaft sind sie wirkungslos, komplett wirkungslos. Der wissenschaftliche Nachweis, dass effektive Mikroorganismen funktionieren, er steht weiterhin aus. Landwirt Johann Epp aus Haltenwang im Allgäu stört das aber nicht. In meinem eigenen Betrieb sind die Vorteile und die positiven Effekte auf jeden Fall gegeben. Und es wird auf jeden Fall alles beim Gleichen bleiben, einfach weil es für mich die wirtschaftliche und gesündere Form ist.